Ja, ich setz mich jetzt mit dem zusammen. Alles easy. Matze, hi. Ja, hi. Kannst du mir da einmal kurz unterschreiben, bitte? Ja. Nee, kläre ich mit ihm ab. Also kein Thema. Ja, Martin hat gerade unterschrieben. Alles easy. Alles cool. Ja, fax ich dir rüber. Besten Dank. Ciao. Schönen Gruß von deinem neuen Geschäftsführer. Danke. Sie haben eine Waschmaschine und einen Jahresvertrag gewonnen. Jo. Herr Kersten, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Schön, dass du bleibst. Dankeschön. Wir fangen direkt an. Wir haben keine Zeit. Es ist Sommerpause. Der Mann will in Urlaub. Der Mann war beim Barbier und sieht frisch gestylt aus. Wieso, weshalb, warum? Direkt die 3W-Fragen. Wieso, weshalb, warum? Weiter in Hagen, weiter bei Phoenix, Matze. Ja, in erster Linie, weil es mir halt letzte Saison großen Spaß gemacht hat und ich weiterhin Spaß haben möchte, weil ich glaube, dass in dem Verein, in der Stadt viel Potenzial steckt und die Zusammenarbeit mit Chris, die neue Zusammenarbeit mit Martin, ich daran glaube und ja, ich glaube einfach, dass es eine gute Sache ist und ich glaube, dass es die beste Sache für mich ist und für meine Familie und für alle zusammen, ja. Und vor allem macht es sich glücklich, wie wir an anderer Stelle schon mal festgestellt haben, wieder in der Heimat zu sein, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Nimm uns so ein bisschen mit in diesen Prozess, wie sowas zustande kommt. Ne? Unter der Saison will nie jemand irgendwie darüber reden, wie es dann im Sommer weitergeht. Ja. Und dann kommt es irgendwann dazu und dann fängt man an mit zigtausend Leuten zu reden und sich schlau zu machen und hin und her und abzuwägen etc. pp. Mhm. Wer sind die Leute, auf deren Rat du am meisten vertraust oder deren Rat dir besonders wichtig ist, wenn es um sowas geht? Ich meine, hier war ja auch erstmal die Frage, wer der Trainer wird für die nächste Saison und darauf habe ich erstmal gewartet. Vorher konnte ich mich natürlich nicht entscheiden, aber ich bin deswegen froh, dass Chris erstmal bleibt. Das war für mich also auch ausschlaggebend dafür, dass die Chancen höher sind, dass ich in Hagen bleibe. Ansonsten eigentlich ich selbst, mein Berater natürlich, der mir halt nicht alles erzählt, aber die besten Optionen anbietet. Mein Dad ist meistens auch mit involviert, weil er schon immer dabei war und meine Freundin natürlich auch, obwohl die jetzt noch nicht ganz so viel Ahnung vom Basketball hat, aber natürlich erzähle ich dir alles, wir reden über alles und ja, trotzdem treffe ich am Ende die Entscheidung und ich bin auf jeden Fall sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Happy wife, happy life, so sieht's aus. Das stimmt. Das ist, nicht ganz unwichtig. Ja. Tatsächlich. Du hast ihn aber auch schon eben namentlich kurz angeschnitten, Martin Schmidt, neuer Geschäftsführer, mit dem du in diesem Prozess ja auch schon Kontakt hattest. Ja. Kommt aus Bamberg, war da jetzt die letzten drei Jahre, tritt hier zum 1.7. seinen Dienst an, ist aber schon im Prinzip fast alles, ne, auch hinter den Kulissen mit involviert. Was war so dein erster Eindruck von ihm, auch wenn ihr euch bislang, glaube ich, nur am Telefon dran hattet? Ja, ich habe ihn einmal gesehen, beim Auswärtsspiel in Kirchheim. Da haben wir gar nicht geredet eigentlich, aber weil ich auch so ein bisschen in meiner Game Day Routine war, er hat mir dann erzählt, er war schon bei ein paar Spielen dabei, hat mich spielen sehen und nee, der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Also er ist noch ein jüngerer Kerl, ein engagierter Kerl, der richtig Bock hat und ich denke mal, das ist genau das, was Hagen braucht. Und ich hatte damals bei Patrick ein gutes Gefühl und bei ihm habe ich auf jeden Fall auch ein sehr gutes Gefühl und ist natürlich für mich dann auch gut zu wissen, okay, da ist jemand, der Plan hat und an den ich mich immer wenden kann, wenn es irgendwelche Fragen gibt, keine Ahnung. Und der hat mir natürlich auch von Anfang an klar deutlich gemacht, dass Hagen mich behalten will, dass ich deren erste Priorität bin. Und das gibt natürlich mir auch ein gutes Gefühl, ja. Ich würde sagen, ist auch so ein bisschen Seele streicheln, oder? Also, oder? Ja. Ich finde, es ist immer gut, wenn irgendwer auf die Zukunft sagt, weißt du was, Matze, du bist ein geiler Typ, wir wollen weiter mit dir zusammenarbeiten. Natürlich. Das ist ja das, was man will. So, da weiß man alles klar, man muss nicht um irgendeinen Job betteln, sondern ey, die wollen dich auf jeden Fall und die bemühen sich um dich und ich weiß halt auch hier, dass ich in Hagen nicht irgendwer bin, nicht einer von vielen, sondern dass, wie gesagt, ich wichtig für die Mannschaft bin, wichtig für das Team bin und wichtig für die Stadt bin und das Gefühl geben die mir auch und das gibt mir natürlich auch noch einen extra Push, mehr Gas zu geben. Ja. Und es wird sogar noch wichtiger, weil wir reden ja auch ganz viel immer von Konstanten. Coach bleibt, du bleibst. Dominik geht, bleibt aber im System, weil er im Marketing und im Vertrieb tätig ist. Aber für dich kommt zusätzlich noch die Rolle, und das können wir an der Stelle schon mal verraten, nächstes Jahr mit Binde am Oberarm. Ja. El Capitano trägt nächstes Jahr dann die 8. Was macht das im Kopf mit dir, wenn es was macht? Das ist natürlich ein sehr, sehr
gutes Gefühl, sag ich mal. Das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz, wenn man so als kleiner Junge träumt, irgendwann mal Captain von der Mannschaft zu sein. Und dass ich das jetzt mit meinen 25 Jahren schon sein darf, natürlich auch eine kleine Ehre. Ich meine, letztes Jahr war ich auch schon so ein Mit-Captain, sag ich mal. Ich habe viel kommuniziert auf dem Feld, außerhalb des Feldes, aber speziell während des Spiels war es so meine Rolle, viel zu quatschen, viel zu pushen und alles. Und dieses Jahr jetzt offiziell Captain zu sein, ist natürlich was Tolles und ich habe da halt mega Bock drauf. Und das war für mich auch natürlich auch ein Aspekt, okay, auf jeden Fall ein Aspekt mehr, in Hagen zu bleiben. Ja. Daher kommen wir wieder zu dem Punkt, weil hier bin ich nicht einer von vielen, werde ich halt besser behandelt. Auch ich habe mehr Einfluss, ich habe mehr Impact ins Team, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Mitspracherecht und das ist natürlich auch, worauf ich richtig Bock habe. Und ja, deswegen freue ich mich darauf. Und man darf ja auch echt nicht unterschätzen, wie wertvoll es ist, wenn du einfach Leute hast, die gewisse Abläufe schon kennen, die die Halle kennen, ne, die wissen, wo findest du was, welche Dusche solltest du lieber nicht nehmen, weil man wieder das warme Wasser kaputt ist oder so. Also so diese ganz kleinen marginalen Dinge. Oder auch, wo kannst du in der Stadt am besten einkaufen? Wer nimmt die Amis so ein bisschen an der Hand, ne, dass du dann halt auch wieder aus der Organisation selber nicht irgendwie so viel damit einwirken musst, weil du weißt genau, ey, das regeln die Jungs im Team. Das ist schon nicht ganz verkehrt. Thema Urlaub war schon, du warst in New York, demnächst geht's dann nochmal mit der Family auch nochmal schön in die Sonne und dann geht's zurück und du hast mir an anderer Stelle schon verraten, dann wird auch wieder gearbeitet mit ganz, ganz vielen anderen Jungs, die immer wieder in die Heimat zurückkehren. Was sagt die WhatsApp-Gruppe, wer ist diesen Sommer alles am Start? Ich war schon diese Woche noch mit Jonas Grof und Harald Suic in der Halle, zwei von meinen engeren Freunden, sag ich mal. Ist natürlich cool, mit denen mal wieder zusammen zu trainieren, zu quatschen, sich auszutauschen. Und ich denke mal, die beiden werden hier bleiben. Fabi kommt natürlich auch dazu. Mal schauen, wer noch kommt. Ich weiß nicht, ob einer von der Günther-Familie herkommt oder Emil. Ich weiß es nicht. Wir werden uns überraschen lassen. Aber wir haben auf jeden Fall immer vernünftige Jungs am Start, dass wir auch gut trainieren können. Und je nachdem, wie die Kaderplanung voranschreitet, kommen vielleicht auch schon ein, zwei neue Jungs dazu oder wieder zurück. Wer weiß, wissen wir leider noch nicht. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall ein solides Squad haben werden für den Sommer, ja. Das sieht doch gut aus. Ansonsten muss Dominik halt doch nochmal ran. Oder der Basketballrenner Per Günther. Er kann auch gerne mal in die Halle kommen, rebounden, wenn er will, Dominik, wenn er nichts zu tun hat. Ja, aber du machst ja alle rein. Das passt. Tatsächlich, aber weil wir es auch kurz und knapp halten wollten, weil wir einfach nur so diese Nachricht in den Raum senden wollten, Matze bleibt, was unfassbar gut ist. Wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, über deine Entwicklung und ne, auch dieses ganze Ernährungsthema bei dir, dass du für dich letztes Jahr beschlossen hast, okay, ich will irgendwas machen, ich will mich da auch dementsprechend basketballerisch verändern, was ja passiert ist. Ja. Dementsprechend, was steht für dich konkret auf der To-Do-List für diesen Sommer und B, auf welche Version von Matze Kessen können sich die Fans 22, 23 freuen? Die Priorität lag bisher erstmal auf Krafttraining, da bin ich jetzt seit 4-5 Wochen dabei, arbeite ich mit Niklas Kiel zusammen, auch ehemaliger Basketballspieler, der mich da mit Ernährungsplänen, Trainingsplänen füttert und das läuft echt ganz gut, habe ich einen ganz guten Schritt schon nach vorne gemacht, was Kraft und Gewicht angeht. Ja, und wie gesagt, nach dem Urlaub dann halt dabei bleiben natürlich, dann kommt das Basketball dazu, dann kommt der athletische Bereich mit Jonas dazu, mit unserem Physio-Athletik-Trainer. Und ja, ich denke mal, oder das Ziel ist es, der ähnliche Spieler zu sein, nur in allem etwas besser. Das ist eigentlich so das, was mein Ziel für nächste Saison ist, in allen Aspekten etwas besser zu sein, noch schneller auf den Beinen, wieder stärker zu sein, meinen Wurf konstant halten, im Low-Post wieder ein bisschen aggressiver zu sein, noch ein bisschen besser rebounden. Also ich denke einfach mal das Gesamtpaket, was ich mitbringe, davon aber noch eine Stufe mehr. Ich denke mal, das ist so mein Ziel. Ob ich jetzt 4-5 oder 4-4 spielen werde, das wissen wir noch nicht genau. Ich denke schon, dass es viel die 5 sein wird, dass es aber auch die 4 sein wird. Und wir arbeiten einfach an meinem ganzen Spiel, weil das jetzt ziemlich, Gott sei Dank, dass ich bin nicht so ein eindimensionaler Spieler und wir wollen weiter daran arbeiten und dass ich noch mehr dimensionaler werde, beziehungsweise wenn man das so sagen kann, oder noch besser werde in allem einfach. Ja gut, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, ne? Wen kriegst du da unten noch an die Seite gestellt? Genau, hast du halt irgendwelche Bigs, die halt dementsprechend auch beide spielen können? Ja, oder hast du halt irgendwen, der mehr 4 ist? Oder haben wir einen echten, reinen 5er? Wissen wir noch nicht genau. Das wissen wir noch nicht, ja. Ich hab so ein paar Sachen im Kopf. Ich hätte mehr Bock auf so ein Smallball-Team, sag ich mal. Okay. So Tübingen hat das gut gemacht dieses Jahr. Weiß Coach das schon? Natürlich weiß Coach das. Coach weiß alles. Wir tauschen uns natürlich aus. Aber mal schauen, wie es wird. Ich bin auf jeden Fall
Gespannt, wie es weitergeht mit den Neuverpflichtungen, sag ich mal. Und dann haben wir mal hinter die erste Personalie, Matze Kessen, einen Haken. Freuen uns, wünschen erstmal einen guten Urlaub und dann harren wir der Dinge, die da kommen würden. Besten Dank. Dankeschön.